Hallo Menschen mit Baloo als Verstärkung hier, möchte ich euch heute fünf, ich sage jetzt mal eher düstere, so Horror- und Mystery-Mangas vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich das heute so richtig Rezension nennen möchte, denn bis auf zwei sind es tatsächlich jetzt so die Anfänge von neuen Reihen. Und ich meine, natürlich kann ich jetzt so diese ersten Bände bewerten oder euch was darüber erzählen, aber halt für eine vollständige Rezension oder dann so ein eine abschließende Meinung, finde ich, müsste man halt dann doch die Reihe komplett lesen oder zumindest halt mal ein paar mehr Bände. Das heißt, ich ja, stelle euch halt jetzt immer so den Anfang der Reihe vor, beziehungsweise zwei Bände sind tatsächlich auch abgeschlossen und also es wird kein Vlog, weil ich habe schon vor, dass ich den Großteil oder vielleicht sogar alle gleich heute Abend noch lese. Aber ich mache das wieder so, dass ich halt wirklich direkt nach der Lektüre gleich meine Meinung mitteile. Also ist es quasi schon so ein direkter Leseeindruck. In Lesetagebuch lohnt sich jetzt, glaube ich, in dem Fall halt auch nicht, weil man Mangas ja relativ schnell am Stück durchlesen kann, nur damit ihr wisst, warum jetzt quasi ständig dann so der Bildausschnitt wechselt. Das liegt daran, dass ich das jetzt nicht am Stück drehe, sondern immer, wenn ich eins gelesen habe, teile ich euch gleich meine Meinung mit. Und ich fange auch mit dem an, von dem ich mir am meisten verspreche, schon allein aufgrund der Zeichnungen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht, nämlich also Hashtag Dracula, nur dass die Vokale weggelassen sind, oder Dracul, ich bin mir nicht ganz sicher halt, wie man es jetzt aussprechen soll. Und die Zeichnungen sind bombastisch. Das sind so viele Details in den Haaren, in der Kleidung, in den Hintergründen. Ich muss das echt nochmal recherchieren, ob da ein total großes Team oder so dahinter steht, denn ich sag mal, wenn nicht, also da müssen andere Mangas vielleicht mal eine Scheibe von abschneiden. Ich bin total beeindruckt davon, wie das gezeichnet ist. Sehr fein und wie gesagt voller Details und ja, alles andere dann gleich, wenn ich es wirklich gelesen habe. So, nicht die besten Lichtverhältnisse, aber die Manga-Seiten werde ich dann einfach einblenden und das ist ja jetzt auch nicht ganz so wichtig. Ich habe Dracula, sage ich jetzt einfach mal, beendet und also insgesamt hat es mir ziemlich gut gefallen. Von der Zeichnung her sowieso. Ich glaube, manche Leute könnten manchmal vielleicht so die Augen und die Nasen nicht so cool finden, aber ich fand den Stil ganz, 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 ganz toll. Also Zeichnungen 5 von 5. Ich fand auch die ersten beiden Kapitel richtig stark. Da hat tatsächlich auch so der Horror oder zumindest, ich sag mal so, der Grusel für mich funktioniert. Da kam auf jeden Fall Atmosphäre auf. Es ist ein bisschen eine Neuinterpretation des Stoffes. Also wir beginnen die Geschichte an Bord der Demeter, eines Schiffes. Jetzt muss ich gestehen, dass ich Dracula tatsächlich nie gelesen, sondern nur verschiedene Adaptionen geschaut habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Schiff, auf dem Dracula dann halt später in der Geschichte nach Großbritannien kommt, auch so hieß, ob sich das gleicht. Aber auf jeden Fall beginnen wir die Geschichte. Und es ist eine etwas dubiose Ladung an Bord. Eigentlich sollte es nur, also quasi nur Erde, nur Dreck sein. Und es stinkt aber höllisch. Und dann beginnen halt seltsame Dinge zu geschehen. Und das hat sich wirklich sehr gut übertragen, dass da so ein bisschen eine seltsame Stimmung an Bord ist. Und dann geht es allerdings weiter in Whitby, glaube ich, in Großbritannien. Das war das Ziel unseres Schiffes, was eben aus Rumänien kam. Und dort folgen wir jetzt erstmal verschiedenen jugendlichen ProtagonistInnen. Und ich meine, natürlich haben die dann, also auch jetzt schon in Band 1, so ein bisschen was mit Dracula irgendwie zu tun, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, wenn das so bleibt, wenn jetzt die Jugendlichen zum Großteil im Zentrum stehen. Bisher ist, also ich sage jetzt mal vermutlich Dracula, noch nicht so richtig und vor allem nicht in einer menschlichen Form, so ganz normal als Individuum aufgetreten, aber wir haben so verschiedene, also eigentlich eine Entität, aber in verschiedenen Gestalten, die auch schon so ein bisschen was gemacht hat. Und ich meine, höchstwahrscheinlich ist es eben Dracula, aber es ist jetzt noch nicht so, dass jetzt Dracula einfach so wie Gary Oldman durch den Film läuft. Das heißt, hier würde ich wirklich mal abwarten, worauf dann so der Fokus in den nächsten Teilen liegt. Weil zum Beispiel auch am Anfang, als wir die Jugendlichen kennenlernen, ist natürlich erstmal nichts mysteriös, sondern wir lernen so ihren normalen Alltag kennen und dass zum Beispiel das Mädchen halt so für ihr Recht auf Bildung kämpft, während die Jungs sich ihr gegenüber eher abfällig verhalten. Und wir haben auch, das hat mich überrascht, damit habe ich gar nicht so gerechnet, wir haben auch ein Transmädchen mit dabei, was allerdings in oder von der jungen Gruppe halt noch mit dem männlichen Namen angesprochen wird und eigentlich mit dem anderen Mädchen, Mina, doch eine engere Freundschaft zu haben scheint, als sie es dann tagsüber öffentlich zugeben möchte. Also da spricht sie gar nicht an, sondern ist halt nur so
in ihrer jungen Gruppe unterwegs. So, und dieses ganze Hin und Her wurde uns halt jetzt so in Band 1 vorgestellt. Aber immer, also wenn es so ein bisschen gruselig wird, fand ich es richtig, richtig gut. Also ich würde sagen, das hat sehr viel Potenzial. Und wenn es halt noch ein bisschen mehr in diese Richtung tendiert und wir noch mehr so düster, fantastische Szenen haben, ich glaube, dann wird das eine Reihe, die mir sehr gut gefällt. So, ich fand das Licht hier unten doch ein bisschen besser als auf dem Sofa, also reden wir jetzt wieder hier miteinander. Ich habe das zweite beendet, das ist ein bisschen ein Sonderfall, denn es ist erstens ein Einzelband und von einem deutschsprachigen Autor und Zeichner. Er kommt, glaube ich, ursprünglich aus Österreich, aber es ist eben nicht übersetzt und es lautet Jovan Tore, ich hoffe, man spricht es so aus, von Daniel Eichinger. Hier folgen wir Rita, einer jungen Frau, die immer ein Ticken im Kopf hört. Sie kriegt es nicht weg, Ärzte und Ärztinnen konnten ihr nicht helfen in der Vergangenheit. Sie hat auch schon versucht, Suizid zu begehen, weil sie das einfach nicht mehr aushält. Und jetzt trifft sie so eine Art Hexe, auf jeden Fall eine alte, etwas besondere Frau, die ihr eine Uhr schenkt. Und zwar nicht einfach nur schenkt, sondern ich sag mal, ihr die Uhr wie ins Gesicht klatscht. Wir sehen Rita, glaube ich, umfallen. Und im nächsten Panel, oh, mein Wecker. 21:09 Uhr, kann man auch mal einen Wecker stellen. Im nächsten Panel sehen wir, wie, sag ich mal, etwas vom Himmel fällt in eine neue Welt. Diese Welt heißt Jovan Tore. Dort haben wir jetzt kurz erstmal andere Protagonisten, nämlich einmal Hattori und Murph. Und die beiden geht zur Einschlagsstelle und dort ist Rita eben. Sie hat eine schwere Eisenkette, sage ich jetzt mal, um den Hals gebunden und am anderen Ende hängt ein großes, schweres Steinschwert. Und Hattori und Murph nehmen Rita erstmal auf, nehmen sie mit, erklären ihr so ein bisschen was über diese Welt. Jovan Tore ist schon sehr düster und karg, sage ich mal. Es ist teilweise etwas albtraumhaft und es gibt dort etwas, was sich dunkle Saat nennt. Das ist nicht per se böse, aber es verstärkt alles, womit es in Berührung kommt. Und da diese Welt aber so elend und pessimistisch ist, ist das eben natürlich kein sehr guter Nährboden für so etwas. Hier steht dann einmal folgendes Zitat: Wer der dunklen Saat zum Opfer fällt, verwandelt sich irgendwann unweigerlich in seine eigenen Ängste und reißt andere mit in diesen Abgrund. Das heißt, Menschen können quasi auch wie von dieser dunklen Saat in Besitz genommen werden. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber auf jeden Fall sind dort auch sehr, ja, monströse Wesen, Menschen, die sich zunehmend verwandeln, sage ich jetzt mal. Also nicht gerade das Auenland, sondern ja eine ja, albtraumhafte Vision. Und wie es der Zufall so will, taucht Rita dort an einem Tag oder in einer Nacht auf, in der sich wohl drei Monde so verschieben, dass das Mondlicht eben erlicht und es eine Zeit der Dunkelheit, sage ich mal, anbricht. So viel zum Inhalt. Kommen wir erstmal kurz zum Zeichenstil. Der ist etwas dreckiger, also jetzt vor allem nochmal im direkten Vergleich zu Dracula, nicht so fein, aber auch mit vielen einzelnen Linien, vielleicht so ein bisschen skizzenhaft, ist vielleicht auch der falsche Ausdruck, aber halt statt einer klaren Linie haben wir eben hier wirklich mehrere. Ich finde den Stil aber auch sehr, sehr cool. Also der kriegt auch diese bedrückende, düstere Stimmung sehr, sehr gut rüber, meiner Meinung nach. Und was ich unbedingt positiv erwähnen möchte, ist, dass der Autor sich nicht scheut, auch mal, sage ich mal, so ein bisschen besondere und eben aufwendigere Perspektiven zu zeichnen. Ne? Also eben nicht nur irgendwie so frontal von vorne oder so ein bisschen von der Seite, sondern einfach ja ein bisschen was Spezielleres. Das fand ich sehr, sehr schön. Vor allem, wenn ich zurückdenke, noch so die Zeit vor 15 Jahren vielleicht, als ich auch so ein bisschen in der deutschen Manga-Szene unterwegs war, da waren die deutschen Mangas oft ehrlich gesagt noch nicht ganz so weit, vor allem so im Vergleich mit den japanischen, und da wurde, glaube ich, oft auf Hintergründe verzichtet oder auf jeden Fall wurde sich nicht so viel Mühe gegeben mit verschiedenen Perspektiven. Also man hat ja wirklich auch teilweise so ganz große Städteaufnahmen und dann aber auch wieder so im Kleinen, im Düsteren, diese schaurigen Vorgänge, sage ich mal, die werden wirklich sehr, sehr gut dargestellt. Also ich mag, was Stile betrifft, bin ich da eh sehr offen. Also ich mag sowohl diesen hier als auch den von Dracula, obwohl die sehr unterschiedlich sind, aber beide, finde ich, schaffen es da wirklich eine gute Atmosphäre rüberzubringen. Es gab hier ein paar wenige Panel, bei denen ich mal nicht so ganz erkannt habe, was eigentlich gerade passiert, was ich da anschaue oder vielleicht worauf ich auch mein Augenmerk legen soll, wenn da
eben so viele verschiedene, sage ich jetzt mal, so Linien war und es nicht so klar war. Es waren aber nicht allzu viele, also man kann auf jeden Fall der Geschichte folgen, aber man muss sich, glaube ich, schon so ein bisschen bemühen, gerade wenn man Mangas nicht gewöhnt ist, so dieses Schwarz-Weiße. Also ich lese es ja wirklich schon seit Jahren, aber wenn das der erste Manga ist, den er liest, ich glaube, da muss man sich ein bisschen reinfitzen vielleicht. Kommen wir zu ein paar kleinen Kritikpunkten. Der erste, ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die es gelesen haben, mir gleich ein Gegenargument bringen. Aber also ich sage erstmal meinen Kritikpunkt. Ritas Kleidung geht auffällig oft kaputt. Also als es dann irgendwie nochmal passierte, dachte ich wirklich so, ey, kauf dein nächstes T-Shirt mal nicht bei Primark, damit es nicht ständig in Fetzen von dir herabhängt. Ich weiß, dass das einen gewissen Sinn in der Geschichte erfüllt. Ich will jetzt diejenigen, die es vielleicht noch lesen möchten, nicht spoilern. Deswegen will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht eine andere Möglichkeit findet, ohne dass halt der weibliche Hauptcharakter so halbnackig durchs Bild rennen muss. Es ist in dem Band hier noch, es ist jetzt kein plumper Fanservice oder so. Es wird meistens, finde ich, gerade so noch respektvoll genug gemacht, dass alles bedeckt ist oder so, aber es gibt halt einfach so diese Historie an halbnackten Manga-Mädchen oder wo halt irgendwie mal so der Hintern und die Boobies zu sehen sind oder wo halt der Blickwinkel so ist, dass man halt unter den Rock schauen kann. Ich meine, so ist es ja nicht. Ist ja auch keine irgendwie so locker, leichte, witzige Fanservice-Geschichte, aber ich kann das irgendwie nicht ignorieren, dass man das halt schon so oft hatte, dass ich mir wünsche, dass man es vielleicht ein bisschen anders macht. Und ehrlich gesagt, mir wäre schon was eingefallen. Also man muss zum Beispiel nicht ihre Boobies und ihren Hintern sehen. Also das, wo man jetzt sagen kann, okay, es ergibt Sinn, dass sie Kleidung verliert, hätte man auch vielleicht ein bisschen anders einbauen können. Das ist, wie gesagt, das ist nicht super schlimm, aber ich kann sowas nicht ignorieren. Jetzt muss ich mal kurz gucken, welches Auto abends 9:45 so einen Lärm macht. Und dann auch etwas, was mich jetzt nicht übermäßig gestört hat, aber ich konnte vielleicht nicht so komplett nachvollziehen, warum Hattori so sehr an Rita hängt. Dass man sich gegenseitig hilft, okay, klar, gerne. Also es ist ja eigentlich sogar schön in dieser schlimmen, bedrückenden Welt irgendwie, dass sich so eine kleine Gruppe findet und gegenseitig unterstützt, ist ja eigentlich genau mein Ding. Aber die haben sich ja quasi vor einer Stunde oder so kennengelernt. Und ich kann schon noch irgendwie nachvollziehen, dass man versucht, sich zu helfen, aber warum man jetzt so mehrmals sein Leben riskieren sollte für eine Person, die man so gar nicht kennt, weiß ich nicht so richtig. Also das hat sicherlich was damit zu tun, dass es halt nur ein Einzelband ist. Da konnte sich ja noch gar keine irgendwie so tiefe Bindung jetzt aufbauen. Hat mich jetzt nicht super gestört, aber gab so ein paar Panel, wo ich mir dachte, okay, warum ist er jetzt gerade so vollkommen verzweifelt, als ob halt auch sein Leben irgendwie so an ihrem hängt, so nach dem Motto, wenn die stirbt, dann ist für mich auch vorbei. Hat sich mir jetzt vielleicht in der Intensität seiner Gefühle nicht ganz erschlossen, aber ja, das ist, war jetzt nicht ganz so schlimm. Also auf jeden Fall ist Daniel Eichinger für mich, also habe noch nie von ihm gehört, ist gerade für mich ein Autor und Zeichner geworden, den ich verfolgen möchte. Also hinten drin gibt es so ein kleines Nachwort und noch bevor ich das gelesen habe, hat mich sein Stil auf jeden Fall an Plame und Blade of the Immortal erinnert, für diejenigen, die das vielleicht kennen. Die anderen, die er erwähnt hat, also außer Dragon Ball, die habe ich tatsächlich nicht gelesen, aber an die zwei hat es mich sofort erinnert. Tatsächlich, auch wenn er das nicht erwähnt, aber manches hat mich auch an Beksinski erinnert. Ich weiß nicht, ob er ihn kennt, ob das eine Inspiration war, aber es hat mich irgendwie gefreut. Und weiß jetzt gar nicht, ob ich das vorwegnehmen möchte. Es gibt später noch einen anderen Charakter, auch eher so ein, ich sag jetzt mal so, monströses Wesen. Und das hat mich persönlich an das Shrike von Dan Simmons aus Die Hyperion-Gesänge erinnert. Aber das kann jetzt vielleicht auch, ist vielleicht ein bisschen viel reininterpretiert. Also ist ja auch, ich meine es gerade nicht negativ. Ich meine auch nicht, dass sein Stil jetzt irgendwie genauso ist wie der von Blame oder so. Aber man sieht vielleicht die Inspiration. Aber ich finde, er kriegt da durchaus so seinen eigenen Kniff mit rein. Und ich finde gerade so in der deutschsprachigen Manga-Welt ist das auf jeden Fall was das Ganze noch gut ergänzt. Ich kenne jetzt nicht viele. Keine, die in diese Richtung zeichnen oder zumindest die jetzt, sag ich mal, von einem Verlag aufgegriffen wurden. Sicherlich findet man online viel in der Szene, da bin ich auch gar nicht so drin. Aber ja, mit so kleinen Kritikpunkten war das wirklich eine sehr schöne, atmosphärische Geschichte, die auch viel eben so von, also nicht immer alles auserklärt vielleicht, sondern auch mal von diesen eben so ein bisschen bedrückenden Bildern lebt. Achso, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich vom Ende halten soll. Da will ich euch jetzt natürlich auch nicht zu viel vorwegnehmen. Jetzt auch nichts, was mir die Geschichte komplett madig gemacht hat. Aber also, ja, war zumindest jetzt vielleicht auch nicht ganz so, dass ich dachte, oh mein Gott, bestes Ende aller Zeiten. Sondern
In Ordnung, genau. Aber eigentlich wollte ich jetzt gerade zu einem eher lobenden Abschluss kommen. Also hat mich auf eine schaurige Art gut unterhalten. So, das hier ging jetzt schneller durch. A Suffocatingly Lonely Death, Teil 1. Und der Hund. Der muss erstmal gestreichelt werden. Hier folgen wir einem Kommissar, Jin Saiki, der eigentlich für einen Einbruch zu einer Villa gerufen wird. Allerdings scheint nichts geklaut zu sein. Auch der Besitzer der Villa ist nicht da. Und sie finden aber eine DVD. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich vielleicht sogar für diese Besprechung eine Triggerwarnung aussprechen sollte, weil es wird schon ganz schön heftig. Auf der DVD sind Aufzeichnungen aus dem Keller der Villa zu sehen. Und man sieht dort verhungernde, bis auf die Knochen abgemagerte Kinder. Im Hintergrund ist ein Leichenberg mit ebenfalls abgemagerten Kindern. Und diejenigen, die halt jetzt gerade so noch am Leben sind, fressen eben von den Leichen. Das ist so der Aufhänger dieser ganzen Geschichte. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist der Besitzer der Villa derjenige, der das getan hat? Wo ist er? Was ist da passiert? Warum? Falls es für so etwas einen Grund gibt, sage ich mal. Und so beginnt unsere Geschichte. Auch unser Kommissar scheint eine schwere Kindheit gehabt zu haben. Sowieso geht es in verschiedenen Formen um Missbrauch von Kindern, um Vernachlässigung. Das heißt auf jeden Fall wirklich derbe, ernste Themen. Das heißt, ich sag mal so, vom Plot her haben wir hier einen klassischen Krimi, in dem Sinne, dass halt so die Polizeiarbeit verfolgt wird, das Indizien sammeln und so. Und vom Schockfaktor her auf jeden Fall einen Thriller oder, wenn man will, vielleicht sogar so in die Horrorrichtung. Also es ist natürlich alles realistisch, also nicht wie Dracula jetzt so der fantastische Horror, aber ist schon ganz schön derbe. Bei den Zeichnungen bin ich hier so ein bisschen hin und her gerissen. Also erstmal mag ich es, dass die Personen eher realistisch gezeichnet sind und es gibt ein paar Panel, da ist wirklich ganz toll detailliert gearbeitet. Aber dann gibt es halt doch auch einige, in denen man einfach einen weißen Hintergrund hat. Oder, also der Zeichner arbeitet, glaube ich, auch am Computer und da werden manchmal die Hintergründe so ein bisschen so unscharf gemacht. Aber dann halt einfach so ein paar unscharfe Büsche zum Beispiel im Hintergrund. Das ist jetzt auch nicht so mein liebster Zeichenstil. Das heißt, also es gibt auf jeden Fall Aspekte, die ich gut fand und welche, wo ich sage, naja. Und was jetzt die Handlung betrifft, also ist ja halt nur ein erster Band, ne? Direkt so dieses typische Kriminalarbeit, das spricht mich tatsächlich nicht so an. Ich bin auch keine Krimileserin. Und was jetzt den anderen Aspekt betrifft, muss ich sagen, mal abwarten. Also wenn jetzt diese ganze Sache rund um Kindesmissbrauch nur für den Schockfaktor genutzt wird und ich nicht das Gefühl habe, dass das ordentlich behandelt wird, würde es wahrscheinlich dann auch so bei Band 2 oder 3 abbrechen. Es kann ja aber auch gut gemacht sein, ne? Also bisher haben wir haben so verschiedene ProtagonistInnen schon kennengelernt. Und wenn man das vielleicht richtig ausarbeitet, also auch was, welchen Einfluss das auf ihr Leben hatte, wie so ein Trauma sich vielleicht später noch zeigt oder wie das Leben dann noch aussehen kann, dann bin ich damit auch ganz zufrieden. Aber wenn jetzt hier einfach nur so bam, bam, bam mit Kindern und Jugendlichen passiert was Schlimmes, wenn das so rausgehauen wird, da mal schauen. Also hier bin ich nicht ganz so überzeugt von den anderen, aber jetzt auch nicht komplett abgeneigt. Ich würde durchaus weitermachen, aber bis jetzt ist es das, bei dem ich am ehesten sage, ja, war in Ordnung, habe ich mal gelesen. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie sich das vielleicht noch entwickelt. So, der nächste Tag und ich las Band 1 und 2 von Lonely Castle in the Mirror. Das ist ein bisschen anders. Wir haben auch hier eine ernste Prämisse, aber es ist bei weitem nicht so bedrückend wie die anderen bisher. Wir folgen Kokoro, die nicht mehr zur Schule gehen kann, weil da zu viel vorgefallen ist. Wir erfahren so im Laufe des ersten Bandes eigentlich schon den Großteil dessen, was ihr eben passiert ist. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber natürlich hat das was mit Mobbing zu tun, nur die Details erfährt man dann halt so im Laufe der Geschichte. Und eines Tages erscheint, also oder leuchtet ihr Spiegel auf und ich sage jetzt mal, Mädchen mit Wolfsmaske zieht sie in so ein Fantasy-Schloss. Und ich, erstmal, das ist nicht zu viel vorweggenommen, das ist im ersten Kapitel. Ich liebe ihre erste Reaktion. Sie denkt sich so, oh mein Gott, what the fuck, was passiert hier gerade? Und geht einfach zurück. Und das
Finde ich irgendwie, ne? Weißt du, sonst, wenn jemand in eine andere Welt gezogen wird, dann ist es gleich so wie, oh, ich erlebe ein Abenteuer. Und sie denkt sich so, nope, 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 nicht mit mir. So, aber sie kommt natürlich dann doch nochmal in dieses Schloss und erfährt dann, dass sie eben nicht die Einzige ist, sondern es sind insgesamt 7 Jugendliche, die dort landen. Und die Wolfskönigin erzählt ihnen, dass es in diesem Schloss einen versteckten Schlüssel gibt, der den Wunschraum öffnet und ja, einen jeglichen Wunsch erfüllen kann. Das Schloss an sich bietet aber auch, ich sag jetzt mal so, so Aufenthaltsräume und die Kinder und Jugendlichen machen sich jetzt nicht nur daran, diesen Schlüssel zu finden, sondern halten sich dort auch auf und haben halt teilweise ja wieder das erste Mal seit einer Weile Kontakt überhaupt mit Menschen. Und es ist natürlich auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber insgesamt ist es eigentlich ein ganz schönes Miteinander. Also manchmal gibt es natürlich auch trotzdem so, sag ich mal, so Teenager-Drama, also auch unter denen jemand irgendwas sagt oder sich einer in eine andere verliebt oder so und so weiter und so fort. Es gibt ein bisschen hin und her, aber grundsätzlich sind sie ganz nett. Das hier ist, also sowohl vom Zeichenstil her als auch so von der Erzählart, finde ich so dasjenige von denen, die ich mir ausgeliehen habe, das am typischsten Manga-mäßig ist. Also sowohl die etwas größeren Augen, dann gibt es auch zwischendurch eher so kleine, lustige Zeichnungen. Und ich muss zugeben, dass ich so, ich habe es gelesen und mir erst gedacht, so, ja, ist ganz nett, aber vielleicht jetzt auch nicht das ganz Große. Allerdings muss ich zugeben, dass ich am Ende von Band 1 dann doch Tränen in den Augen hatte. Also irgendwas hat es ja dann doch sehr gut gemacht. Es hat mich da auf jeden Fall berührt. Auch wenn es jetzt zum Großteil eben nicht eine ganz so düstere Stimmung hat wie die anderen, aber das war dann doch etwas nahegehender als erwartet. Ich vermute, dass das Ganze so ein bisschen drauf hinausläuft. Also es ist schon wirklich Fantasy. Also ich glaube, dass diese Sache mit der Wunscherfüllung schon auch jetzt nicht nur ein Traum ist oder so. Aber ich vermute, dass es so ein bisschen darauf hinausläuft, dass die halt jetzt aber untereinander einfach so ein bisschen eine Freundschaft aufbauen. Muss sich ja nicht jeder mit jedem perfekt verstehen, aber dass das vielleicht schon auch so ein bisschen Teil der Botschaft ist. Ich glaube, so viel kann man auch schon mal vorwegnehmen. In Band 2 kommt nämlich so ein bisschen die Frage auf, so, naja, wollen wir uns vielleicht auch, also nicht unbedingt in echt treffen, aber wollen wir mal so Telefonnummern austauschen oder so. Das heißt, dass vielleicht zumindest die Möglichkeit besteht, dass die eben untereinander so eine neue Freundschaftsgruppe, sag ich mal, finden. Mal schauen und es, also ich weiß nicht genau, wie viele Bände es werden, aber es gibt zumindest ein Ende in Aussicht, denn dieses Schloss ist quasi, also die haben nur bis zum Mai nächstes Jahr Zeit und wir haben jetzt, also Ende von Band 2, haben wir glaube ich schon die Hälfte der Zeit hinter uns, ne? Also ich denke, es wären vielleicht 4, 5 Bände oder so und obwohl ich ja jetzt anfangs so ein bisschen sagte, ja, ist ganz okay, würde ich es dann doch noch weiter verfolgen, aber mit dem kleinen Hinweis auch an euch, es ist schon das Jugendlichste von denen, die ich jetzt gelesen habe. Das muss nicht unbedingt was Negatives sein, aber man merkt es eben einfach beim Lesen. Aber grundsätzlich war auch das relativ erfolgreich. Achso, aber was die Zeichnung auch betrifft, würde ich sagen, es ist das am wenigsten, wie sagt man, elaborierteste. Also es gibt hier schon manchmal so ein paar simplere Zeichnungen oder leere Hintergründe. Ist immer noch in Ordnung. Ich finde das absolut nicht schlecht oder so, aber es haut mich vielleicht nicht ganz so um. Vor allem ist mir es halt auch ein bisschen unfair. Dieses Dracula ist halt so beeindruckend, finde ich, dass jetzt alle anderen es schwer haben. Also das ist solide, aber jetzt nichts, wo ich ja, unbedingt beeindruckt davor sitze und eine Seite irgendwie wirklich lange anstarre, weil das so großartig gemacht ist. So, und da habe ich auch das letzte beendet, nämlich Museum. Ich versuche euch das hier mal so ein bisschen zu zeigen, denn hier geht es um einen Serienmörder, der immer so mit Regencape und Froschmaske auftritt. Allerdings folgen wir zum Großteil dem Ermittler Hasashi Sawamura. Und es ist halt wirklich so ein klassischer Krimi, beziehungsweise auch hier kann man wieder ähnlich zu A Suffocatingly Lonely Death sagen, dass die Morde dann jeweils schon sehr derbe und teilweise eben auch ja, gezeigt, oder zumindest die Folgen. Also die Leichen werden schon ordentlich gezeigt. Also da hat es auf jeden Fall eher so Thriller-Horror-Elemente. Aber ansonsten ist es eigentlich eine sehr geradlinig erzählte Geschichte. Auch der Ermittler ist so eine Figur, die man jetzt vielleicht. Es ist für mich so ein total klischeehafter Charakter. Ich weiß nicht, wie oft man das heutzutage noch in Krimis hat, dass der halt, ja, so ein typischer Kerl, der halt ja viel trinkt und raucht, weil ihn gerade seine Frau mit Kind verlassen hat, weil er sich halt nie um die Familie kümmerte, sondern immer nur auf Arbeit war. Und jetzt hat er damit ganz schön zu hadern und sitzt da halt so allein in seinem Zimmerchen und holt sich immer nur Takeaway-Sachen und sowas.
Und das ist, ohne dass es jetzt zu viel vorwegnimmt, er wird dann nämlich tatsächlich auch mal suspendiert, aber ermittelt dann noch auf eigene Faust und ist dann halt auch so, scheut nicht davor zurück, dann zum Beispiel mal jemanden mit der Waffe zu bedrohen, nur um in Informationen zu kommen. Also geht nicht so den geradlinigen Weg, aber also ohne dass ich viele Krimis lese, würde ich sagen, das ist halt schon sehr oft da gewesen. Was mich überhaupt zu dem Buch gezogen hat, war tatsächlich auch hier der Zeichenstil, denn der war sehr realistisch. Auch hier haben wir wieder viele Hintergründe, so Gebäude, Autos. Das ist alles sehr, sehr gut gemalt, finde ich. Das sieht man nicht immer in der Detailtreue. Sowas kriegt mich immer. Ironischerweise würde ich jetzt im Nachhinein aber sagen, dass der Stil vielleicht sogar ein Tick zu unbesonders ist. Also gerade so bei den so männlichen Nebencharakteren, die sahen dann auch, also die haben in drei Panels, in drei aufeinanderfolgenden Panels irgendwie so den direkt gleichen Gesichtsausdruck, also einfach so, ja, so neutral, also wenn halt Menschen reden, sehen sie ja auch nicht permanent irgendwie besonders aus, aber das war mir dann vielleicht fast ein Tick zu, also unkünstlerisch oder so, also da hätte ich mir dann vielleicht doch irgendwie mal noch was Besonderes, Auffälliges oder so gewünscht. Was auch so die männlichen Nebencharaktere betrifft, ich habe es ehrlich gesagt nicht anders erwartet, aber manchmal wird man ja gerne positiv überrascht. Es ist schon eine ganz schöne Würstchenparty. Also Frauen gibt es hier nur als Opfer. Es gibt keine weiblichen Charaktere. Ja, auch das, ich meine, ist jetzt nicht ungewöhnlich, aber es wäre auch schön gewesen, wenn es vielleicht anders ist. Ja, und ansonsten kann man, glaube ich, inhaltlich nicht so viel sagen. Also wir folgen halt so diesen Ermittlungsarbeiten. Und ich würde sagen, ähnlich zu einem Thriller in Filmform, das war schon ganz okay, das unterhält halt mal so für, ne, 1,5 Stunden ein Film so ungefähr, aber es hält jetzt tatsächlich nichts nach. Ich konnte da jetzt nichts draus nehmen, auch keine großen Überlegungen. Ich meine, das ist so ein Serienmörder, der hat zwar auch so eine, wie sagt man, also, ne, tötet jetzt nicht willkürlich, sondern hat eine Agenda, wenn man so will, aber das hat mich jetzt nicht groß zum Nachdenken angeregt. Und eine Sache, was die Veröffentlichung betrifft, total willkürlich, so, also mittendrin, aber jetzt auch nicht genau in der Mitte, gibt es hier eine andere Geschichte von dem Autor, die aber nichts mit der zu tun hat. Und hinten dran hätte ich das verstanden, aber das war so ganz seltsam, willkürlich mittendrin unterbrechen wir unsere eigentliche Geschichte, lesen was vollkommen anderes und dann geht es mit unserer eigentlichen Geschichte weiter. Was ich für so eine, was ich total komisch finde, also. Man hätte das von mir aus hinten ran packen können, aber warum habe ich da plötzlich ein Kapitel irgendwas anders zwischendurch? Das fand ich nur vom deutschen Verlag jetzt so ein bisschen komisch organisiert. Ist jetzt nicht schlimm, aber hat mir, glaube ich, insgesamt von denen ich gelesen habe, dann doch am wenigsten gefallen. Ja, das waren die paar Horror-Thriller-Mangas, die ich euch vorstellen wollte. Das ist ja definitiv nicht so mein Hauptgenre oder überhaupt Mangas lese ich ja eher so zwischendurch, aber gerade wenn die dann irgendwie noch so einen schönen, besonderen Zeichenstil aufweisen, kann ich das auf jeden Fall auch genießen, da mal in Ruhe durchzublättern und mir einzelne Panel vielleicht sogar mal genauer anzugucken, wenn ich, also gerade so von Perspektiven bin ich immer beeindruckt. Ich habe früher auch viel gezeichnet und da war ich nicht besonders gut drin und mir fällt es immer wieder auf, dass bei mir, also bei Mangas und Comics machen die Zeichnungen wirklich also mindestens die Hälfte aus. Also ich glaube, ich könnte keinen Manga lesen oder also zumindest nicht gut bewerten, wenn ich die Zeichnungen schon irgendwie abschreckend finde. Und da hatten wir ja jetzt so in der Runde eigentlich ziemlich viel Glück. Also selbst wenn ich so manchmal was kritisiert habe oder meinte, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu klischeehaft oder zu unbesonders, waren die ja alle gut auf eine gewisse Art und Weise. Ja, ich freue mich auf eure Kommentare, falls da draußen eben auch Leute sind, die gerne was zu Mangas kommentieren wollen. Ich weiß, ist vielleicht nicht so ganz mein üblicher Content, aber vielleicht gibt es ja auch ein paar Manga-Fans da draußen oder welche, die es einfach grundsätzlich so interessant finden, wenn ich mal über sowas auch rede. Und ansonsten danke ich euch jetzt erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.